Hallo Sportfreunde, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder bei Let's Play Kingdoms of Amalur. Zumindest ich am Spielen, ihr am Zusehen. Ja, wir haben in der letzten Folge haben wir ein paar Federn von den Alpha Pytherixen gesammelt. Und jetzt sollen wir zum Tempel gehen, zum Hyperion-Tempel. Und da werden wir uns dann wahrscheinlich wieder mit Anorkatos treffen. Aber nun erstmal runter. Und was haben wir jetzt mal gesucht? Ein Felshaufen. Mit einem Langschwert, was weg kann, und Scherben. Und nun, hoppadi hoppa. Plupp. So, dann haben wir hier auch alles gesammelt. Die ganzen Vögel, die wir umgenietet haben hier. So, ich habe jetzt heute, also ich muss jetzt echt mal sagen, seit die letzte Folge habe ich gestern aufgenommen. Einfach, ich hatte gestern keinen Bock mehr, aber ich habe gedacht, weißt du was, lässt du einfach mal morgen weiter. Das tue ich jetzt heute auch. Und heute will ich das mal so ein bisschen länger, dass ich wieder ein bisschen was in petto habe. Da ich heute, auch wenn ich gerade von der Arbeit gekommen bin, nicht so kaputt bin, dass ich nicht mal mehr zocken kann. Und ja, sowas geht. Selbst bei mir, bei dem, der so gerne zockt, also selbst ich kann sagen, nee, ich will heute nicht mehr, ich gehe jetzt pennen oder sowas. Aber heute geht das vollkommen. Aber das Spiel ist gerade ein bisschen zu leise. So, schon besser. So. Es ist ein langer Fußmarsch zurück zum Hyperion-Tempel. Aber er lohnt sich. Ich verspreche es euch. Ah, der Hut gefällt mir, also unser Schleier oder unsere Kappe, die wir aufhaben, gefällt mir echt gar nicht. Also, sorry, wie sieht das denn bitte aus? Aber na gut, was soll's. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir sind richtig. Ich war mir schon der Meinung, dass wir richtig sind. So ungefähr, so ein bisschen habe ich ja hier das Gebiet, so diese wichtigsten Orte habe ich im Kopf. So, und da erstmal gehen wir da lang. Da ist nämlich ein weißer Punkt, und wenn wir schon mal in der Nähe sind. Oh Gott. Anstatt einfach hochzugehen. So. Was müssen wir denn hier eben loswerden? Ah, ein paar Kobolde, was soll's. So. Schwarzer Korsch und Weichkrabbelpulver. Und eine Litanei. Die dritte von fünf. Also hat es sich gelohnt, hierher zu kommen. So, jetzt können wir hier lang gehen. Wir müssen da runter. Oh, da oben, seht ihr das? Ein Wissensstein. Ich glaube, den nehmen wir mal mit. Weil da auch noch was Verstecktes ist. Eine kleine Erzählstunde zum Anfang. Kann nicht schaden. An der Felshaufen. Mit einer trüben Feuerscheibe, okay, gut. Stimme der Weisheit selbst, Athene. Die Göttin befahl ihm, seine Brüder zu erhöhen, damit sie erneut die Gunst der Götter erlangen würden. Wir sind die Auserwählten Athenes. Wir folgen ihrem Weg. Führe uns zu deiner gesegneten Weisheit. So, ihr wisst Bescheid. Wie ich schon mal sagte, ich werde, wenn wir das Spiel durch haben, und ich will es am liebsten echt zu 100% durchspielen, dann werde ich nochmal alle Wissenssteine nacheinander abspielen, um nochmal einen kleinen, sag ich mal, Zusammenhang drin zu haben. So. Hyperion-Tempel. Wir haben beide Level 24 erreicht. Sehr nice. Sehr, sehr nice. So. Geil. Ich finde das hier echt klasse drin. Ist wunderbar geil gemacht.
Hier hat man sich echt Mühe gegeben. Ihr seid gekommen. Gut. Der Boden, auf dem wir stehen, war uns einst unermesslich heilig. Nun jedoch ist er durch die Ächtung meines Volkes besudelt. Seit jenem schrecklichen Tag, als wir durch Arroganz und Verzweiflung bei den Göttern in Ungnade fielen, haben sich meine Anhänger um diesen Ort gekümmert. Und nun kommt. Gehen wir in die Vorkammer des Hyperion, eben jenem Ort, an dem die Sünden der Kolossae erwidert wurden. Erzähl mir bitte erst einmal was über den Hyperion. Er ist ein Rätsel, aus Stein gehauen, das uns die Götter hinterließen. Er zeigt eine Stadt in den Wolken, in deren Herzen der Hyperion schwebt. Es war ein Pakt, den die Götter mit uns schließen wollten. Die Emporhebung Idyllas und des Hyperion. Aber das Rätsel ist schwer zu lösen. Und wir konnten die Antwort nicht finden. Und die Vorkammer, die wir erreichen sollen? Sie ist der Ort, an dem der ehemalige Primus Arkes dem Hyperion befahl, sich zu erheben und sich mit unserer Stadt zu vereinen. Der Ort, an dem die Götter es für angemessen erachteten, uns für unsere Anmaßung zu verdammen. Und sie wird der Altar unserer Vergebung sein. Was ist die Vorkammer? Die Vorkammer ist Arkes fehlgeleitete Schöpfung. Durch sie wollte er den Hyperion zwingen, sich mit der Stadt zu vereinen. Er wollte dabei den Funken göttlicher Magie nutzen, den Ethene jedem von uns mitgegeben hat. Vereint. Könnten diese Fragmente eine Macht erschaffen, die der eines Gottes gleichkommt? Doch eine derartige Kraft war nie dazu bestimmt, von den Unwürdigen genutzt zu werden. Die Energien wandten sich gegen Arkes und alle anderen in seiner Kammer und töteten sie. Okay, lebet wohl. Kommt, Berufener. Gehen wir ihm hinterher. Da geht glaube ich nicht lang. Alter. So. Vieles wurde in dieser dunklen Stunde zerstört. Die Magie, die die Wege zusammenhielt, wurde aufgebrochen. Nur die Chiffre kann eine derartige Magie neu ordnen. Geht weiter. Und bereitet den Pfad. Ich habe die Chiffre. So. Redest du gerade? Da steht Text und er redet nicht. Gut. So geht es natürlich auch. Dann werden wir jetzt wohl warten müssen, wenn er noch weiter redet. Da steht schon mal fest. So. Dann machen wir ihm mal wieder einen Weg frei. Mit der Macht unserer Chiffre. Und zwar so. Dann warten wir, dass er auftaucht. Anscheinend erzählt er gerne Geschichten. Wo ist er? Komm. Hey, komm. Wir haben es fast geschafft, Berufener. Das will ich auch hoffen, du. Das will ich hoffen. So. Den Stab, den du hast, den würde ich gerne mal austesten. Ich hoffe mal, der ist recht stark. So, wir sind tief. Kommt. Wir müssen es zu Ende bringen. Ei, ei, Kapitän. Öffne Tür.
Mann, komm. Kommt, wir müssen es zu. So, wir nähern uns immer weiter der Vorkammer des Hyperions und gehen immer tiefer. Das erinnert mich so ein bisschen an Minecraft irgendwie. Ich weiß nicht warum. Wenn ich an Höhlen denke, denke ich an Minecraft. Aber das ist nicht Minecraft. Hoffe ich zumindest, dass es nicht Minecraft ist, weil sonst wäre ich jetzt echt sehr geschockt. Wir sind da. Hinter diesem Stein befindet sich der Hyperion. Das Geschenk der Götter. Das Symbol eines geschlossenen Paktes. Unerreichbar für uns wartet er auf den Tag, an dem uns die Götter unsere Sünde vergeben und uns wieder als würdig erachten. Bis heute fürchtete ich, dieser Tag würde niemals kommen. Wir sollten beginnen. Die Götter haben diesen Raum schon einmal aufgesucht und es ist nur angemessen, dass ihr ihren Platz einnehmt. Ich werde dort sein, wo einst Arkes stand. Wie funktioniert das Ritual? Vor langer Zeit hatte es Arkes gewagt, nach der Macht der Götter zu greifen und wurde für seinen Hochmut gerichtet. Wir fungieren nun als ihre Gegenstücke. In euch werden die Götter diese Kammer erneut aufsuchen. Ihr werdet dort stehen, wo sie erschienen und ihren Zorn offenbarten. Und ich werde den Platz einnehmen, an dem Arkes stand und die ganze Macht ihres Willens zu spüren bekam. Okay. Dann werde ich dieses tun. Wir sind so nah dran. Ich stehe inne. Und warte. Was ist das? Ah. Was passiert hier? Den Göttern sei Dank. Mögen sie gepriesen sein. Nach all dieser Zeit werde ich nun Zeuge ihrer Segnung. Ich danke euch, Berufener. Ihr habt mir die Chiffre gebracht und es mir gestattet, mich ihrer Macht zu bedienen. Dank euch kann ich tun, was Arkes nicht vermochte. Den Hyperion beherrschen. Was habt ihr mit mir gemacht? Dieser Raum macht die Magie nutzbar, die für die Beherrschung des Hyperion erforderlich ist. Doch bevor ihr mit der Chiffre erschienen seid, war keine Kraft gewaltig genug. Schon als wir uns das erste Mal begegneten, als ich die Chiffre zum ersten Mal spürte, wusste ich, dass ich die Versiegelung des Hyperion durchbrechen und seine Macht beherrschen könnte. Warum sonst hätten mir die Götter in meiner dunkelsten Stunde ausgerechnet euch schicken sollen? Jenen, den ich am dringendsten benötigte. Oh Mann, oh Mann. Ihr werdet bereuen, was ihr getan habt. Ihr habt mich ausgenutzt. Das tue ich bereits. Ihr wisst nicht, welche Qualen mir diese Entscheidung bereitet. Aber an diesem Ort wurden Idylla und seine Bewohner vor Jahren von den Göttern als unwürdig erachtet. Nun kann ich sie endlich besänftigen, indem ich die Energie des Hyperion nutze, um Idylla zu zerstören. Aus ihren Ruinen werde ich dann ein Volk schmieden, das die Götter zufriedenstellt. Es tut mir leid, dass ihr für dieses höhere Ziel zum Märtyrer werden müsst, Berufener. Aber
Es muss sein. Dein Ernst? Verdammt. Der stille Chor. Geht weg von mir. Durch die einen Arkatos-Plan zerstörte Schiffe scheint deine Schicksalsmacht wild zu fluktuieren. Ich glaube, das ist gerade echt extrem scheiße, was er hier mit mir gemacht hat. Wir müssen hier raus. Irgendwie. Wow, und das, oh, wir müssen wirklich hier raus. Und da wartet wieder ein weiterer Teil des stummen Chors. Geht weg. Warum ist er nicht stumm, wenn er die ganze Zeit redet? Das habe ich nie verstanden. Aber na gut, Handelsmanifest, aha. Wilder Stab. To plunder, so. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine Menge Gegner vor uns. Und damit wir uns jetzt nicht hier weiter nerven, ich hätte nämlich keinen Bock mehr darauf. So. Mann. Leide. Ja, 25, 50, 75. Verdammt. Und ein Stufenaufstieg. Geformter Stein. So, ein Stufenanstieg. Endlich mal wieder. Wir sind Level 25. So, wir geben Gammon-Schleifen einen weiteren Punkt. So. Bestätigen. Zauberkraft. Ätherische Splitter verursachen 110 Körperschaden und unterbrechen die Aktion des Ziels. Wollten ja ein bisschen weitergehen. Wissen wir, was ist das hier? Winters Umarmung? Nein, wir wollten ja unseren Splitter verbessern. So. Sturmwind, das habe ich alles fertig. Oder? Ja. Gut, dann habe ich das alles fertig und wir können unsere Zauberkraft bestätigen. Und wir bleiben weiterhin weiser. So. Wir sind somit noch ein Level stärker, oh mein Gott. Und die hatten so schon keine Chance gegen uns. Und nun sind wir noch stärker. Oh ja. Perfekt. So. Eieiei. Hier geht's jetzt gerade mächtig zur Sache. Und weg mit euch! So läuft der Hase hier nämlich. Der Hase läuft und ihr nicht mehr. Votiv der Feien? Was ist denn das Votiv der Feien? Konsumgut vielleicht? Nee. Gegenstände? Wo ist das jetzt? Geformter Stein, wertloser Tand. Handelsmanifest. Die Schrift auf diesem Papier ist verblichen, um sie noch zu lesen. Kann also auch nachher weg. Morganfläschchen Relikt. Votiv der Feien. Einst im Gebet der Feien weit verbreitet. Noch wenige kennen heute noch die wahre Nutzung. Na, überzeugt. Erstmal so. Und das hier nehmen wir mit. Primitives Übernicro-Schwert zu plündern. Weißglocke unter Tiberfasern. So, wir müssen hier hoch. Warte mal, oder hier geht's runter? Von da oben hier runter wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich hier doch nicht aus. Wir gehen erstmal hier hoch. Und gehen erstmal weiter. Scheiß auf die Gegner jetzt. Sekandra. Berufene, was ist geschehen? Warum greifen uns Anarkatos Akolyten an? Was macht er mit dem Hyperion? Er will Idylla vernichten. Er will Idylla vernichten? Nein!
Dieser verblendete Narr hat ihn der Verlust seiner Götter derart zur Verzweiflung getrieben, dass er den Berufenen und die Chiffre so missbrauchen würde? Wir müssen diesen Ort verlassen. Von hier aus können wir Anokathos nicht aufhalten. Nehmt diesen Talisman. Der Akolyt des stummen Chors, dem er gehörte, braucht ihn nicht mehr. Und nun lasst uns gehen. Leb wohl. So. Primos Talisman. Leider ist er schlechter als unser jetziger. Also zu Plunder. So. Da lang. Das ist sehr verwirrend, hier lang zu laufen. Mann, wann lernt er eigentlich, dass ihr einfach nur weggehen müsst von mir? Jetzt ist einer runtergefallen, glaube ich. Aber ich kann nichts dafür. Ich wollte nett sein. So. Worum geht es? Was willst du von mir? Ich will nur hier raus. Irgendwie. Ich tue, was getan werden muss. Geht alle weg von mir. Ich tue, was getan werden muss. Und auf Wiedersehen. Sativa-Fasern. Gold. Und ein Langschwert weg. So. Und da ist der Ausgang. Anokathos hat sich mit dem Hyperion eingeschlossen. Und die Angehörigen seines stummen Chors werden ihre Leben für ihn geben. Ich weiß nicht, was wir tun sollen, Berufener. Ich habe mein Volk vor Bestien und Katastrophen beschützt. Aber nie vor etwas wie dem hier. Wir müssen ihn aufhalten. Das werden wir. Ich werde nicht zulassen, dass Anokathos mein Volk vernichtet, nur weil er denkt, die Götter würden es verlangen. Ich weiß, dass wir die nötige Stärke in uns tragen. Egal, was er behauptet. Wir sind es wert, gerettet zu werden, selbst wenn die Götter das anders sehen. Aber Anokathos hat sich in der Vorkammer des Hyperion eingeschlossen. Ohne die Chiffre oder weitere Informationen über den Hyperion sind wir verloren. Dann stürmen wir den Hyperion. Anokathos hatte das Glück, eure Chiffre nutzen zu können. Nun, da ihre Macht versiegt ist, werden wir den Hyperion jedoch niemals zwingen können, sich zu öffnen. Wenn wir mehr über den Hyperion selbst wüssten, könnten wir vielleicht einen anderen Weg hineinfinden. Allerdings ist Anokathos der Einzige, der dieses Wissen besitzt. Anokathos und sein stummer Chor besaßen einen klösterlichen Rückzugsort in der Wildnis, Nyxaros. Wir sollten dort nach irgendetwas suchen, das uns hilft, den Hyperion zu öffnen. Wir werden nochmal hier... Was erzählst du mir denn Neues über Anokathos? Der Primos hat den Verstand verloren. Wenn er glaubt, seine Taten würden uns die Liebe der Götter zurückbringen, hat ihn seine Trauer wahnsinnig gemacht. Das Problem ist leider, er denkt damit leider nicht, dass die Liebe der Götter zu euch zurückkommen wird, sondern zu dem, was er danach erschaffen will. Er will ja alles Leben auslöschen, einfach nur, um damit zu denken, dass er mit einem Neustart alles richtig machen kann. Und dadurch, dass er das kaputt macht, worauf, beziehungsweise das tötet oder vernichtet, worauf die Götter eigentlich aufpassen, dadurch wird das nicht besser machen. Der Hyperion. Verflucht seien die Götter, dass sie dieses Ding zurückließen. Anokathos wird es verwenden, um uns alle zu töten. Er wird es versuchen, wir werden ihn aufhalten. Die Plünderer. Sie sind Kolossai, die der Bürde dieser Wildnis nicht standhalten konnten und sich von ihr in stumpfsinnige Kreaturen verwandeln ließen. Sie besitzen die Kraft der Stärksten unseres Volkes, doch nichts von seiner Weisheit. Stärke ist nicht alles, meine Freunde. Nyxaros! Nyxaros ist einer der zahlreichen Teile der Stadt, die zwar ausgegraben, aber nicht in den Himmel gehoben wurden. Anokathos und sein stummer Chor nutzen ihn als Rückzugsort. Aber ich dachte, Anokathos ist eine ganze Weile nicht rausgegangen. Wieso ist es dann sein Rückzugsort? Aber wo ist es? Es ist ein alter Teil der Stadt, der nie emporgehoben wurde. Dazu gedacht, ein Schrein stiller Besinnung zu sein. Jetzt ist er der Rückzugsort von Anokathos stummem Chor. Die Anlage ist noch immer dort, wo sie ursprünglich errichtet wurde. In den Bergen der Zähne. Okay, leb wohl. Seid in diesen Landen vorsichtig. Ich brauche nicht vorsichtig sein, ich gewinne sowieso alles. Wir sollen nach Nyxaros gehen.
gehen wir nach Nyxaros. Jetzt. Oder für euch in der nächsten Folge. Haha. Bis bald.